Kapitel 20 Religion oder Beziehung? Liebe wird eine größere Motivation sein, Gott zu dienen, als Furcht es jemals war. Furcht hat mit Strafe zu tun. 1. Johannes 4, Vers 18. Viele Christen sind gequält in ihrer Beziehung zu Gott, weil sie denken, ich muss all diese Dinge tun, damit Gott mich liebt. Welche Art von Beziehung hättest du, wenn dein Ehepartner zu dir sagen würde, okay, solange du nicht dies, das und jenes tust, werde ich keine Gemeinschaft mehr mit dir haben. Ich führe eine Checkliste und sobald du die Anforderung nicht erfüllst, werde ich nicht mehr mit dir reden. Du bekommst auch kein Geld mehr von mir. Ich werde dich bestrafen. Genau so hat die Religion Gott dargestellt. Er wird nicht zu dir sprechen. Er wird deine Gebete nicht beantworten oder sie sich überhaupt anhören. Gott hält sich die Ohren zu, bis du Buße tust. Er bekommt einen Wutanfall. Er lässt dein Kind sterben, weil er unzufrieden mit dir ist und du nicht täglich in der Bibel gelesen hast. Niemand möchte mit solch einer Person zusammenleben. Du kannst keine gute Beziehung zu Gott haben, wenn du sie auf deiner Leistung und Angst aufbaust. Das ist das Bild, das Religion von Gott gezeichnet hat. Und wir wundern uns, weshalb die Menschen Probleme damit haben, eine Beziehung aufrecht zu erhalten. Meine Lieblingsbeschäftigung. Gott liebt dich, weil er ein guter Gott ist. Es ist reine Gnade und dein Glaube veranlasst ihn nicht zum Handeln. Gott reagiert nicht auf dich. Dein Glaube ist eine Reaktion auf ihn. Du musst verstehen, dass Gott dich auf Grundlage der Gnade liebt und behandelt. Er hat dir bereits alle deine Sünden vergeben. Du musst aufhören zu sündigen, damit du Satan kein Einfallstor in dein Leben bietest. Doch deine Heiligkeit oder der Mangel daran ist nicht die Basis deiner Beziehung zu Gott. Indem du diese Wahrheiten verstehst und auf dein Leben anwendest, begibst du dich auf eine ganz neue Ebene der Beziehung zu Gott. Es sollte so leicht sein, ihm zu glauben. Wenn Gott dich genug geliebt hat, um für dich zu sterben, als du noch ein absoluter Feind des Kreuzes warst, um wie viel mehr liebt er dich dann jetzt, wo du einfach sein unvollkommenes Kind bist? Wie viel mehr möchte er jetzt in deinem Leben handeln? Diese Erkenntnis macht das Leben als Christ so einfach, wie Gott es gewollt hat. Gott liebt mich. Ich studiere das Wort nicht, um Gott dazu zu bringen, mich zu lieben, sondern weil ich seinen Liebesbrief lesen und herausfinden will, wie sehr er mich liebt. Ich bete nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es möchte. Ich betätige nicht einfach eine Stechuhr und bekomme meinen Lohn. Ich bete, weil ich Gott liebe und es wirklich genieße, mit ihm zusammen zu sein. Die Lobpreisleiter in unseren Versammlungen singen oft ein Lied, in dem es heißt: Meine Lieblingsbeschäftigung ist es, meine Zeit mit dir zu verbringen. Trifft das auch auf dich zu? Ist es wirklich deine Lieblingsbeschäftigung, Zeit mit Gott zu verbringen? Bei mir ist es so. Ich erzähle das nicht, um mich hervorzutun und dich herabzusetzen. Ich erzähle es, um dich zu ermutigen und dich wissen zu lassen, dass es möglich ist. In Wirklichkeit ist diese Art von Intimität und Beziehung zu Gott nicht nur möglich, es ist das, wozu er uns von Anfang an geschaffen hat. Was Religion und Tradition dich über Gott gelehrt haben, hindert dich daran, ihn zu genießen. Es ist nicht leicht, mit jemand zusammen zu sein, von dem du glaubst, dass er Babys tötet, manche geistlich zurückgeblieben und andere körperbehindert zur Welt kommen lässt. Wie kannst du Nähe zu jemandem entwickeln, der Terrorangriffe
Unwetterkatastrophen und andere sogenannte Akte von höherer Gewalt veranlasst hat? Das funktioniert nicht. Doch wenn du die Wahrheit darüber verstehst, wie gut Gott wirklich ist, wird es deine Lieblingsbeschäftigung sein, ihn einfach zu lieben und mit ihm zusammen zu sein. Ein Gratisgeschenk. Ich sage dies mit Liebe und Mitgefühl. Doch wenn das nicht deiner Erfahrung entspricht, dann bist du religiös. Du unterliegst einer Täuschung. Du setzt Vertrauen in deine eigenen Bemühungen und meinst, dass Gott darauf reagiert. Doch du musst Gottes Gnade begreifen und verstehen, dass Glaube einfach darin besteht, die Güte Gottes zu ergreifen. Ich bin sicher, dass dies vieles in Frage stellt, was du bisher geglaubt hast. Aber es ist wahr. Vielleicht hast du beim Lesen dieses Buches erkannt, dass du dein Vertrauen in deine eigenen Werke und Leistungen gesetzt hast, statt auf Christus. Ich möchte dir eine Gelegenheit geben, eine echte Beziehung zu Gott zu beginnen. Doch du musst verstehen, dass du kein Christ wirst, indem du in eine christliche Nation hineingeboren wirst oder in einem christlichen Zuhause aufwächst. Eine Gemeinde zu besuchen macht dich nicht mehr zu einem Christen, als dich das Sitzen in einer Garage zu einem Auto macht. Du musst von Neuem geboren werden. Du musst aufhören, auf dich selbst zu vertrauen und verstehen, dass Gott dich liebt. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil er Liebe ist. Er sandte vor 2000 Jahren seinen Sohn, Jesus Christus, um für all deine Sünden zu bezahlen. Diese Bezahlung ist bereits erfolgt. Wirst du sie jetzt als ein Gratisgeschenk annehmen? Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Der biblische Weg, um dieses Geschenk der Errettung zu erhalten, ist, mit deinem Mund zu bekennen, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen zu glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Wenn du das tust, wirst du gerettet. Doch Jesus zu deinem Herrn zu machen, ist mehr als nur diese Worte zu sagen. Du musst bereit sein, dich Jesus als deinem Herrn unterzuordnen. Das bedeutet, dass er das Sagen hat und nicht du. Ich sage nicht, dass du all das perfekt tun wirst, aber du musst dazu bereit sein, dass es geschieht. Mache Jesus zu deinem Herrn. Du magst religiös sein. Du magst ein guter Mensch sein und denken, nun, ich bin gut genug. Gott wird mich akzeptieren. Es geht aber nicht um dein Gutsein oder darum, was du getan oder nicht getan hast. Es geht darum, was Jesus getan hat. Du musst dich demütigen und Errettung als ein Geschenk annehmen. Wenn du das noch nie zuvor getan hast, dann ermutige ich dich, Jesus hier und jetzt zu deinem Herrn zu machen. Du könntest von Herzen etwa in dieser Form beten. Jesus, ich wende mich davon ab, für meine Errettung auf mich selbst und meine eigenen Werke zu vertrauen. Ich bekenne, dass du mein Herr bist. Ich glaube in meinem Herzen, dass Gott dich von den Toten auferweckt hat. Und ich nehme dein Geschenk der Errettung jetzt im Glauben an. Danke, dass du mir deine Liebe und Gnade offenbart hast. Sobald du von neuem geboren bist, brauchst du auch die Taufe im Heiligen Geist. Die Wahrheiten, die ich in diesem Buch aus Gottes Wort vermittelt habe,
werden für niemand verständlich, der sie nur aus seinem menschlichen Verstand heraus angeht. Der Heilige Geist muss dir eine Offenbarung über das schenken, worüber ich gesprochen habe. Die größte Segnung. Ich habe schon vor langer Zeit aufgehört, mit Menschen zu diskutieren. Als ich meinen Dienst begann, habe ich noch mit den Leuten diskutiert. Ich habe mich mit ihnen gestritten und viele Bibelstellen benutzt, in dem Versuch, sie von der Wahrheit zu überzeugen. Das tue ich nicht mehr. Ich habe erkannt, dass ein Verstehen der Wahrheit durch Offenbarung erfolgen muss. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Johannes 14, Vers 26 und 16, Vers 13. Offenbarungserkenntnis ist die größte Segnung beim Empfangen der Taufe im Heiligen Geist. Genau die Person, die die Bibel inspiriert hat, wird anfangen, dich zu lehren, was Gottes Wort sagt. Wenn du in Sprachen betest, sagt das Wort, dass du die verborgene Weisheit Gottes betest. 1. Korinther 14, Vers 2 und 2, Vers 7. Darüber hinaus kannst du beten, dass du dieses Sprachengebet auch auslegen kannst. 1. Korinther 14, Vers 13. So kannst du Offenbarungserkenntnis empfangen. Auf diese Weise hat Gott mir die meisten der Wahrheiten gezeigt, die ich in diesem Buch vermittelt habe. Ich habe durch Lesen und Studieren des Wortes Gottes die Wahrheit in mich aufgenommen, doch ich konnte sie noch nicht verstehen. Also betete ich in Sprachen und hatte Glauben für die Auslegung. Gott schenkte mir dann die Offenbarung und erklärte mir, was sie bedeutete. Es ist meine persönliche Überzeugung, sowohl aus dem Wort Gottes als auch aus meiner Erfahrung, dass du viele der Dinge Gottes ohne die belebende Kraft des Heiligen Geistes einfach nicht verstehen kannst. Wenn die Bibel dir wie ein Buch mit 7 Siegeln erscheint, liegt das daran, dass der Heilige Geist sie auf dein Herz geschrieben hat, nicht in deinen Verstand. Der Autor der Bibel muss dir ihre Wahrheiten offenbaren. Obwohl das Beten in Sprachen als Teil des Pakets der Taufe im Heiligen Geist wichtig ist, war die Offenbarungserkenntnis der größte Segen für mich, nachdem ich den Heiligen Geist empfangen hatte. Ich fing an zu verstehen. Offenbarungserkenntnis explodierte förmlich in mir. Sobald du von neuem geboren bist, musst du im Heiligen Geist getauft werden. Du brauchst das, um im Leben als Christ erfolgreich zu sein, um in den Gaben des Heiligen Geistes zu wirken und um in den Dingen Gottes voranzukommen. Als sein Kind möchte dein liebender himmlischer Vater dir die übernatürliche Kraft schenken, die du brauchst, um dieses neue Leben zu führen. Wenn du es nicht bereits getan hast, dann ermutige ich dich, dieses Geschenk, die Taufe im Heiligen Geist, jetzt anzunehmen. Empfange den Heiligen Geist. Alles, was du tun musst, um die Taufe im Heiligen Geist zu empfangen, ist, darum zu bitten, zu glauben und sie anzunehmen. Lukas 11, Verse 10 und 13. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Und nun bete von Herzen in dieser Art. Vater, ich erkenne an, dass ich deine Kraft nötig habe. Um dein Wort zu verstehen und dieses neue Leben zu führen. Ich möchte deine Offenbarungserkenntnis empfangen. Bitte erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Im Glauben empfange ich es jetzt.
Danke, dass du mich taufst. Heiliger Geist, du bist willkommen in meinem Leben. Herzlichen Glückwunsch. Nun bist du mit Gottes übernatürlicher Kraft erfüllt. Einige Silben einer dir unbekannten Sprache werden aus deinem Herzen in deinen Mund aufsteigen. 1. Korinther 14, Vers 14. Wenn du sie im Glauben laut aussprichst, setzt du Gottes Kraft in dir frei und baust dich selbst im Geist auf. 1. Korinther 14, Vers 4. Du kannst das tun, wann und wo auch immer du möchtest. Es spielt wirklich nicht eine Rolle, ob du irgendetwas gespürt hast oder nicht, als du gebetet hast, um den Herrn und seinen Geist anzunehmen. Wenn du in deinem Herzen geglaubt hast, dass du empfangen hast, dann verspricht Gottes Wort dir, dass es auch so ist. Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Gott ehrt sein Wort immer. Glaube es. Willkommen in deinem neuen Leben. Mögest du eine enge und vertraute Beziehung zu Gott genießen, während du jeden Tag im Gleichgewicht zwischen Gnade und Glauben lebst.